Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese süßen Wichtel ganz einfach selber nähen kann. Für den Körper von unserem Wichtel brauchen wir ganz normale Stoffe, die Stoffe, die euch jetzt gerade gefallen. Ich habe hier ein paar Baumwollstoffe, Leinstoffe. Für den Bart habe ich noch von meiner Ziege ein bisschen Fellstoff über. Und damit wir das Ganze in Form bringen, brauchen wir natürlich noch ein bisschen Watte. Damit unser Wichtel auch richtig steht, können wir natürlich auch noch Vogelsand benutzen. Als Hilfsmittel brauchen wir noch einen Deckel oder irgendwas Rundes, was ihr habt. Ihr könnt natürlich auch einen Zirkel nehmen. Außerdem brauchen wir zum Zusammennähen unsere Nähmaschine und eine Heißklebepistole, damit wir nicht alles zusammennähen müssen und so unseren Bart und andere Sachen an unseren Wichtel dran kleben können. Für unseren Boden habe ich hier einen Kreis ausgeschnitten, meinen Zirkel auf 6 cm gestellt. Somit haben wir hier eine Breite von 12 cm. Dann habe ich hier einfach ein Rechteck ausgeschnitten, der ist ungefähr 22 cm tief, also lang. Und in der Breite sind wir bei circa 42 cm, wobei wir das nicht alles brauchen, aber lieber ein bisschen mehr, um den Kreis dann wickeln und dann sehen wir, ob das passt oder nicht. Mein Rechteck ist hier natürlich einmal geknickt, denn diesen Part können wir in den Stoffbruch legen, somit müssen wir nicht so viel ausschneiden. Zu der Mütze habe ich einfach ein Dreieck ausgeschnitten. Von der Breite ist der ca. 16 cm und von der Höhe sind wir bei 17, 18 cm. Ihr zeichnet einfach die Höhe ein, die Breite, verbindet diese beiden Teile, habt dann am Ende ein Dreieck und diesen Part legt ihr dann in den Stoffbruch bei eurem Stoff. Ich übertrage jetzt erstmal alles auf die Stoffe. Wir haben jetzt ein Teil für die Mütze, ein Teil für den Körper und ein Unterteil. Beginnen tun wir mit dem Körper. Ihr könnt gerne oben schon mal versäubern, müsst es aber nicht, weil die Mütze da ja eh drauf kommt. Jetzt ist es wichtig, die guten Seiten nach innen zu legen, also quasi den Kreis einmal auf die gute Seite legen. Wir stecken uns hier schon mal ein Part zusammen. Und jetzt wird es fuselig, denn wir müssen jetzt diese Gerade den Kreis einmal anpassen und den somit einmal reinfummeln. Jetzt treffen sich die beiden Teile hier und ihr seht, es ist ein bisschen zu viel an Stoff über. Und bevor wir jetzt diesen Kreis, den wir jetzt abgesteckt haben, zusammennähen, nähen wir erstmal unsere beiden Seiten aufeinander. Das machen wir wie folgt. Und zwar gucken wir, wo sich die beiden Stoffe aufeinandertreffen. Einmal hier. Und da nähen wir dann auch die Stoffe zusammen. Fixieren wir uns hier und legen jetzt den Stoff hier rüber und nähen jetzt diesen Part erstmal zusammen. Jetzt schneiden wir den überschüssigen Rand ab. Das mache ich natürlich wieder mit meiner Zickzackschere, meiner heiß begehrte Zickzackschere. Nun können wir den Kreis wieder fixieren. Nun haben wir unsere zusammengenähte Naht in den Kreis fixiert und nähen mit der Nähmaschine einmal ringsrum. Macht hier keine ganze Fußbreite, sondern wirklich nur die 0,5 cm. Und achtet darauf, dass dieser untere Stoff immer schön gerade ist und ihr den nicht übernäht. Wir haben jetzt einmal ringsrum genäht und werden dies jetzt mit unserer Zickzackschere wieder einmal versäubern. Ihr müsst diesen Schritt natürlich nicht machen, denn ihr stülpt das jetzt gleich einmal um. Und dann sieht man diese Naht eh nicht mehr. Nun können wir das Ganze einmal umstülpen. Und ihr könnt hier sehen, es ist noch kein Kegel, also hat noch keine Kegelform. Damit es jetzt die Kegelform bekommt, werden wir hier eine große Naht reinziehen und diese dann einmal ziehen, also zusammenraffen. Und somit haben wir dann die Kegelform und können unseren Körper auch schon befüllen. Dafür müssen wir unseren geraden Stich jetzt ganz weit nach oben einstellen, also so hoch wie es geht. Bei mir ist es bei der 5 zu Ende
und dann werden wir das Ganze hier drunter schmeißen. Damit wir das Ganze dann noch zusammenraffen, achtet darauf, nicht das Füßchen zurückzusetzen, sondern einfach freie Fahrt nach vorne. Und wenn wir angekommen sind, auch wieder nicht das Füßchen zurücksetzen. Nadel nach oben, Fuß nach oben, ein bisschen fahren überlassen und abschneiden. Jetzt können wir das Ganze erstmal zusammenraffen. Hier ist es der Oberfahn und auf der anderen Seite ist es auch der Oberfahn. Also nur der Oberfahn lässt sich ziehen hier. Rafft es nicht zu doll und auch vor allem, wenn ein Widerstand da ist, nicht einfach mit Gewalt ziehen, denn dann kann die Schnur natürlich abbrechen. Und wir wollen ja hier jetzt noch Watte befüllen und wenn ihr einen Beschwerer reinhaben wollt, dann natürlich auch noch den Vogelsand befüllen. Beim Vogelsand habe ich hier noch so eine Tüte gefunden, sprich ich muss gar keinen Gefrierbeutel nehmen, sondern kann hier einfach den Müll wieder upcyclen quasi. Befülle jetzt hier einfach den Vogelsand rein. Ich kann das jetzt hier verschließen mit dem Knipser hier in der Mitte, mit dem Zipper. Und wenn ich das jetzt umdrehe, sollte kein Sand rauslaufen. Läuft auch nicht, das habe ich hier verkippt. Und dann können wir das Ganze hier in den Körper reinpacken. So, der Beschwerer ist drin. Und jetzt können wir das Ganze mit unserer Watte befüllen. Den Körper haben wir jetzt befüllt und jetzt können wir den Sack zumachen im wahrsten Sinne. Wir ziehen jetzt hier unsere Fäden nochmal zusammen, knoten diese fest. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das hier nochmal mit der Nähmaschine drüber nähen. Müsst aber nicht, denn letztendlich wird jetzt hier auch nur die Mütze drüber gestülpt. Zu der Mütze, das Ganze wird rechts auf rechts gelegt. Und dieser Part wird jetzt zusammengenäht. Jetzt können wir das Ganze mit der Zickzackschere wieder ausschneiden oder ihr lasst es einfach. Damit das hier nicht so ausfranst, könnt ihr auch das Ganze nochmal umschlagen. Das könnt ihr natürlich auch vorher machen, dann ist das jetzt nicht so wuselig. Ihr klappt das einfach so einen Zentimeter, einen halben Zentimeter, je nachdem, um und steppt das dann mit der Nähmaschine nochmal ab. Ihr könnt natürlich auch einfach mit der Heißklebepistole das draufkleben. Aber wenn wir eh gerade noch die Nähmaschine zur Hand haben, dann können wir dies auch mit der Nähmaschine tun. Wenn ihr noch einen kleinen Bommel haben möchtet, brauchen wir ein bisschen Wolle. Nehmt einfach eure beiden Finger, macht die ein bisschen auseinander und wickelt diese Wolle immer wieder drumherum. Denkt dran, umso mehr, umso buschiger wird das. Aber ich würde sagen, das reicht hier schon. Dann schneiden wir das hier einmal ab. Ohne eure Finger abzuschneiden, ziehen das hier ein bisschen rauf, nehmen jetzt ein Band hier durch und knoten das hier schon einmal fest. Dann könnt ihr die Finger einmal rausziehen und wickelt hier nochmal den Bindfaden und macht nochmal einen Knoten, vielleicht auch zwei. Jetzt können wir hier diese beiden Schlaufen mit unserer Schere durchschneiden. Jetzt nur noch in Form schneiden und dann haben wir unseren Bommel für unsere Mütze fertig gewickelt. Nun nehmen wir unser Endstück und fädeln das in unsere große Nadel ein. Pieksen hier in das Endstück unserer Mütze und dann zieht ihr das Ganze hier durch. Dann geht ihr hier nochmal raus, geht nochmal durch den Buschel, damit das Ganze auch gut hält. Zum Abschluss einfach nochmal einen richtig schönen Knoten hier reinmachen, damit das hier nicht wieder durchrutscht. Achtet hier drauf, dass hier hinten die Naht ist und die Naht der Mütze dann auch hinten sein wird. Ihr könnt die Mütze natürlich auch noch ein bisschen breiter machen, sonst fummelt ihr das hier zu doll rauf. Das passt schon mal und dann können wir den Bart anhalten. Dazu habe ich ein Stückchen schon abgeschnitten. Das ist circa 17 cm breit und 11 cm lang. Das haltet ihr dann hier einfach dran und schaut, wie das passt. Ich würde hier noch eine kleine Kante reinschneiden, denn der Bart verläuft natürlich einmal zackig und nicht quadratisch.
Das Ganze kämmen wir jetzt auch mal hier nach unten. Und dann schneiden wir hier eine Spitze ab. Nun kleben wir den Bart jetzt an den Körper. Und zwar machen wir hier einfach schön viel Heißklebepistole drauf. Achtung, verbrennt nicht eure Pfoten. Und das Ganze klatschen wir jetzt gut an den Körper unter der Mütze. Und damit das hier nicht hochflatscht, machen wir hier auch nochmal schön einen Strang Heißklebepistole drauf. Und klatschen das Ganze einmal runter. Dann würde ich sagen, fehlt nur noch die süße Nase. Hierzu nehme ich jetzt den Deckel von meinem Sprühkleber, lege den hier drauf, umrande das, brauche das Ganze zweimal und schneide das jetzt aus. Die Nase habe ich jetzt großzügig ausgeschnitten, mehr als ich eingezeichnet habe quasi. Ich werde jetzt unter die Nähmaschine mit der Nase gehen und das Ganze wie bei dem Kegel, also wie bei dem Körper oben, mit einem großen Stich nähen, so dass ich das wieder zusammenraffen kann und dann nur noch befüllen kann und dran kleben kann. Das Ganze wird wieder mit den Feen zusammengerafft. Da die Nase so klein ist, ist das natürlich jetzt hier ein bisschen wuseliger. Wenn ihr hier schon so eine kleine Einkerbung habt, könnt ihr die schon mal mit Watte befüllen. Dann das Ganze wieder einmal zuknoten. Ihr könnt auch mit den Feen hier nochmal drumherum gehen. Wenn ihr das Ganze schön durchgeknotet habt, dann könnt ihr die Feen abschneiden oder ihr nutzt die Feen und näht das an den Wichtel an. Ich bin ein Heißklebefan und werde jetzt die Nase hier einfach auf den Wichtel kleben mit der Heißklebepistole. Nase nehmen, Heißklebepistole drumherum, Mitte vom Wichtel finden und Nase dazwischen kleben. Kurz warten, bis es trocken ist und fertig ist unser Wichtel. Die Haare werden aus Wolle für Wichteline sein, also schneiden wir hier die Wolle zurecht. Wir flechten das quasi, also so, dass immer drei Reihen geflochten werden. Also brauchen wir insgesamt 9 Stück von der gleichen Länge. Hier oben können wir einen Knoten reinmachen, ihr könnt aber auch das mit einem Stück Wolle umbinden, dann habt ihr nicht diesen fetten Wulst, den ihr durchknoten müsst und vielleicht doch nicht alle Feen erwischt. Die Feen nur noch einmal ab und dann wird ganz locker geflochten. Also hier 3 Feen, da 3 Feen und hier 3 Feen. Den Strang haltet ihr einfach an dem Wichtel an. Wenn ihr die andere Seite schon gemacht habt, dann wisst ihr auch ungefähr, wie lang die andere Seite auch wieder sein soll. Bevor ihr das zusammenklebt, setzt ihr erstmal alles auf und guckt, ob ihr das so haben möchtet, wie ihr euch das wünscht. Ich möchte das so haben. Klebe jetzt mit der Heißklebepistole meine Zöpfe an. Setze nur noch die Mütze auf und klebe die Nase auf. So einfach ist es, eine Wichteline und ein Herrenwichtel zu gestalten. Wie man diese jetzt ohne die Nähmaschine basteln kann, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video weitergeholfen. Lasst es gern mit einem Wichteldaumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis dahin!